So, und da bin ich wieder. Ist es aber immer noch dunkel hier. Ich hatte gehofft gehabt, dass es wieder hell wird in der Zeit, wo ich hier warte. Immerhin ist meine Ausrüstung noch da oben, also das, was ich verloren habe. So, ich hoffe. Autsch. So, komm. Die anderen. Alter. Die machen hier extrem heftigen Schaden. Okay, komm. Dahin. Noch eben. Ganz schnell. Obwohl der könnte mich gleich sehen. So. Alles eingesammelt. Perfekt. Ah, der Schnelle. Autsch. Ist noch einer. Ich hoffe aber, dass das reicht, um den hier kaputt zu machen. Ja. Okay, jetzt kommen die anderen Viecher. Wir können hier aber gehen. Wir sind hier fertig. Die Frage ist, komm, wir hauen auf diese Plattform ab. Und so, was haben wir hier? Auch ein Fragezeichen, das nichts bedeutet. Vielleicht noch mal kurz irgendwie kurz zu Hause schnell reisen, einmal alles reparieren vielleicht. Na, mal gucken. Flamme stärken. Minzpilzfleisch. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Fossilen Knochen, Funken, Ammoniakdrüse, Zinnerz, Räubusch und Brutmonstrosität Kopf. So, aber okay. Wir können erstmal wieder alles einlagern. Was wir haben. Denn wir haben ja wieder einiges gesammelt, sagen wir so. Was war hier drin? Ich weiß es nicht mehr. So, aber wir können auch mal schauen, dass wir vielleicht die nächst bessere Rüstung herstellen können. So, hier. So, von Pflanzen haben wir, glaube ich, nichts eingesammelt, hä? Aber Wachs haben wir eingesammelt. Nein, das wollte ich nicht.
Übrigens, hier im Rucksack wäre es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich das so mal tausche. Dass das dann so ist. So Federn. Was haben wir hier? Erfahrungsschriftrollen. Wir haben 8 Stück von denen und Gebet der Flammenschriftrolle. Ich glaube, die nehme ich mal mit. Die Erfahrungsdinger. Von Flaschen haben wir auch nichts. Verbände. Den mal hier mit hinzupacken. Und hiervon vielleicht hier ein bisschen was reinpacken. So, Essen haben wir auf jeden Fall genug. Wir könnten eigentlich ordentlich voll machen hier. So, Honig haben wir nicht, Honigwaben. Von denen haben wir auch nichts. Doch Eier haben wir. So, von denen haben wir nichts. Hier haben wir Platz. Haben wir nicht. Okay, dann packen wir davon den Rest. Nee. Hier, wo wir Platz haben. So, Bücher. Haben wir hiervon was? Nope. Haben wir hier irgendwo noch eine leere Kiste? Wir hatten da noch eine leere Kiste gehabt. Für das Zeug hier. So, da können wir das nochmal hier reinpacken und das hier. Die können wir woanders reinpacken. Wo war das gebratene Fleisch? Einmal hier. Wo waren die Keulen? Hier. So, und das können wir zerlegen. Dann die Münzen wieder da hinten hin. Einmal hier reparieren. Perfekt. So. Was will er für das Söldner-Set? Kohle und Bronzebarren. Für das Helm. Hier für Leinen, Leder, Kohle, Bronzebarren, Bernstein. Die 100... Follower habe ich vor ein paar Tagen geknackt. Das müsste, warte mal, wenn ich jetzt hier einmal kurz rausgehe, muss ich gucken. Wo steht denn das? Oh, ich habe gerade von
Astro einen Shoutout bekommen, gerade in dieser Minute, sehe ich gerade. Astro, falls du zusiehst, danke dir. So, wann habe ich das geknackt? Vor 3 Tagen. So, vor 3 Tagen wurde da geknackt. So, Leder. Wie stelle ich Leder her? Vielleicht auch wieder irgendwas Neues. Hier Zeugs. Don't waste your breath. Einmal gucken. Tagebuch. Werkstätten. Kann ich hier? Burgmauersteinblock. Nice. Kalksteinblock. Warmweißer Leuchtblock. Leuchtblock. Hallen der erloschenen Block. Ah, aus Stein und Terkli kann ich die Dinger machen. Okay. Die kann ich selber herstellen. Lass mal einmal kurz Urlaub und man verpasst, lässt das tot und 100 Follower. Ja. Ich weiß aber auch noch zusätzlich nicht, was auch aktuell auf YouTube los ist. Ich war jetzt auch ein paar Tage nicht da, also 2 Wochen. Und dann komme ich wieder und dann sehe ich auf einmal 180 Abonnenten auf YouTube. Da frage ich mich auch, wo die herkommen. So, ich glaube, bei der Jägerin können wir Leder herstellen, kann das sein? Kapuze ist Scharfschützen. Die Kapuze sieht cool aus. So, aber der hat noch irgendwas Neues. Was habe ich denn übersehen bei ihm? Hä? Was habe ich übersehen? Irgendwo muss hier was leuchten. Ah, hier. Söldnerschild und Wächterschild. Ah, Wächter ist höher. Wächter ist besser. Na, aber ne, nur die Schilde vom Wächter sind besser. So, hier Bernstein, Bronzebarren, Kohle. Dann machen wir den Wächter statt den Söldner. So, wo haben wir Bernstein? Ist das Bernstein oder... Ne, das ist Harz. Wo haben wir Bernstein? Da. 34. Stapel teilen. Machen wir mal. So. Nehmen den Stapel mal mit rüber. Was wollte er noch haben dafür? Leder und Kohle. Wo haben wir Kohle? Wahrscheinlich auf der Seite. Die blauen hätte er sonst Zugriff drauf. Da. Da haben wir Kohle. Nehme ich mal den Stapel mit rüber. Was braucht er noch dafür? Den kann ich schon mal herstellen. Leinen und Leder. Die Leinen, wie machen wir nochmal Leinen? Dafür brauchen wir, glaube ich, Lachs. So. So, wo haben wir... Oder warte, können wir hier Leder herstellen? Rezepturen? Nee, trocken. Hier.
Hier kann ich Leder herstellen. Ah, getrocknetes Fell, Salz und Ammoniakdüse. Okay, hier können wir Leder herstellen. Wo ist das Ding, um Flachs herzustellen? Wo ist ein Webstuhl-Ding? Da. Okay, dann... Wo haben wir Salz? Hier haben wir Salz. Nehme ich nochmal einen 50er-Stack. Dann hiervon auch nochmal einen 50er-Stack. Und Ammoniak. Da glaube ich irgendwo sein. Irgendwo ab hier. Habe ich keinen Ammoniak? Beziehungsweise wo kriege ich Ammoniak nochmal her? Wenn ich hier nicht genug haben soll. Da haben wir Ammoniak. So, Stapel teilen. Machen wir so. Das Ding. Nein, nicht alles. Was? Das war jetzt, doof. So, zwei davon. Den Drüsen für 10 von denen. Ah, okay, ich brauche mehr. Ah, ich brauche getrocknetes Fell. Okay, warte. Dann hier war Leder, packe ich das wieder rein. Und von ich nehme davon wieder zwei Stapeln. So, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Salz. Und mache hier noch mal getrocknetes Fell. Dafür brauchen wir auch wieder Salz. Ah, okay. Für eines... Okay, 15 Minuten wird das dauern. Dann will ich hierfür genug getrocknetes Fell haben. Und das packe ich hier wieder rein. Dann nehme ich das hier nochmal raus, Stapel teilen. So. Ressourcenfarmen ist schon sehr wichtig hier. So. Das dauert 15 Minuten für 10 Stück. Okay. Ja, was mache ich dann in der Zeit? Ist jetzt die Frage. Warte mal, ich kann ja jetzt schon mal den hier ausrüsten. Und den dann vielleicht hier mit reinpacken. Solange wir hier warten natürlich. So, nicht genügend Materialien.
geholt. Komm. So, was kann ich jetzt schon bei dem herstellen? Ah, okay, hier fehlt nur Leder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Leder fehlen noch, aber sonst habe ich hier alles genug, passend. Jetzt nur noch auf das Leder hier warten. Ich habe noch 13 Minuten braucht und hier. Ja, komm. Kann man abwarten. Was bräuchte der nochmal für die Stärke? Fossiler Knochen, Funken, Ammoniakdrüse, Zinnerz, Rollgut. Wo hatte ich jetzt die Dings gehabt? Ach ne, die Funken waren da hinten. Ist noch keine blaue Kiste, also keine magische Truhe. Also kommt das Ding auch noch nie dran. Ja, dann heißt es erstmal abwarten. Ich könnte auch schauen, dass ich vielleicht das hier schon mal anfange zu reparieren. Obwohl, wenn ich, dann habe ich hier drin kein Licht mehr, dann lasse ich das lieber. Dann ist es ganz dunkel hier. Und wir wollen das ja eh umbauen zu einer Kirche. Ja, was kann ich machen in der Zeit? Ich könnte vielleicht hier ein bisschen rumgehen, rumlaufen. Warte mal, wie viele Eien haben wir? Vielleicht nochmal in Stärke investieren oder Konstitution, dass wir ein bisschen mehr Gesundheit haben. Weil hier ist auch nochmal Konstitution und Stärke. Bash, deine Parade fügt dem Gegner 20 Wuchtschaden zu. Kann man rein theoretisch hier alles skillen? Schaffen schon mit den, also wenn man Level 25 erreicht hat und hier alle erstmal Wurzeln eingesammelt hat, die bisher gibt's. Denn die Map soll ja noch viel, viel größer werden, also beziehungsweise. Da sollen noch einige Bereiche offen werden. Der komplette Norden halt zum Beispiel. Hier läuft jetzt auch zum Teil grün. Hier, also blau und grün. So, wie weit ist das? Geht mir nicht schnell genug. Habe ich so ein zweites Ding davon vielleicht? Ich habe davon noch kein zweites Ding. Okay.
Warte mal, was habe ich jetzt gebaut hier? Söldnerhelm. Ich wollte den hier haben. Verdammt. Oder warte. Plus 11 Radierkraft. Plus 14% Chance auf kritischen... Egal, der sieht cooler aus. Packe ich das trotzdem mal dahin. Dann habe ich da wenigstens noch. So, wie weit ist das hier? Hat schon 7. Der hier braucht noch 7 Minuten, 7,5. Ich bin am Überlegen, die Dinger hier wieder wegzumachen. Und dann hier einen vernünftigen Boden zu machen, also... Einmal weg. Weil hier auch noch eine Kanalisation drunter muss. So. Wie ich das hier nehmen als Boden? Tiefer. So. Das soll dann drei solcher Blöcke breit sein, würde ich sagen. Und das... Das da wird ja eine Kirche, das wird dann bis hier vorne hin nach vorne gebaut. So, aber Feuersteinblock haben wir jetzt nicht genug. Können wir hier ein paar wieder rausnehmen. So, wie viel nehmen wir? Das müsste reichen. Behaupte ich mal. So, bis hierhin. Und dann vielleicht bis da hinten hin durchziehen. Aber wenn du dann weißt, das soll die Hauptstraße werden hier. Also hier nochmal obenrum alles wegmachen. Ich glaube, den machen wir noch mal kurz zurück. Und dann hier
müssen wir hier nochmal. Die können wir auch gleich wieder entfernen. Aber Hauptsache dann ist, dass da oben, der Dreck, dass da so am Schweben ist, schon mal weg. Und hier das gleiche. So, damit weg, das weg, das weg. Was ich auch am Überlegen wäre, ist vielleicht hier an der Seite jeweils. Was vielleicht cool wäre. Oh, warte mal. Weg. Das weg. Das weg. Wenn wir hier an den Seiten. Warte mal. Hier machen wir so und so. Hier dann auch. So und so. Mit dem Leuchtstein hier jeweils so eine Straßenrandmarkierung machen, sagen wir mal. Ja, hier muss ich jetzt jeden einzelnen kleinen Block einzeln wegmachen. Für die Idee, die ich jetzt habe. Da wird das so leider nicht funktionieren. Oder haben wir sowas in länglicher Richtung? Ne, das wird so nicht funktionieren. Da muss ich wirklich jeden Block einzeln nehmen. Könnte auch eine Weile dauern. Und dann, wo hatten wir die Leuchtblöcke hingetan? Ne, hier die Leuchtdinger. Wo stelle ich die her? Wie weit ist das hier? Ah, das ist fertig. Es fehlt nur halt Salz. So, Leuchtblöcke. Für 100 Stück. So, der... Achso, der hat schon 10 fertig. Okay, passt. Ich bin dabei, die nächsten 10 zu machen. So, wir haben jetzt den Wächter-Set. So, Wächter-Dust. Das hier. Das. Nein, da, jetzt habe ich keinen Bronzebarren mehr. Und kein Leder. Mist.
So, aber okay, dann packe ich mal den Rest hier mit rein. Brauche eine neue Ausrüstungstruhe. Also für solche Dinge. Ach, hi Astro. Ja, sorry, was, Samstag, wegen Samstag, ich melde mich mal bei dir nachher, nach dem Stream, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich Samstag verplant bin oder nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Sorry, dass ich jetzt erst so spät gelesen habe. Und ich habe auch gesehen gehabt, du hast vor einer halben Stunde mir einen Shoutout gegeben. Danke, ich weiß nicht wofür. Aber ich melde mich nachher. Among Us habe ich auf jeden Fall Bock. Müssen wir gleich mal oder später mal schauen. Boah, wenn das in Rot wäre. Wenn das in Rot wäre und wenn wir den das hier vielleicht ein bisschen dunkler hätten. Mega nice. Okay, jetzt ist leider nicht mehr dunkel. Jetzt kann ich nicht mehr sehen, wie das im Dunkeln aussehen würde. Und wir bräuchten dann mehr von diesem Glühzeug. Oder von dem Leuchtzeug, damit wir mehr Leuchtblöcke herstellen können. Aber das hätte was auf jeden Fall. Und das dann auch noch auf der anderen Seite, dass man immer weiß, wo die Straße ist. Dass man nicht aus Versehen dann hier vom Weg abkommt. Ich hätte das wirklich gerne noch mal in Rot. So ein Rot leuchten. Vielleicht kommt das noch in Rot und in Grün und so weiter, in anderen Farben. Weil bis jetzt haben die hier, wo haben wir das? Oh, ich kann mir erstmal sehen. Ich kann einiges am erstmal sehen wiederherstellen. Miasma-Seelen waren hier oben. 28 haben wir wieder. Wir könnten eigentlich wieder ein paar Kisten umwandeln. So, ich muss aber auch ein paar Ressourcen hier wieder einsortieren. Nur kurz gucken, wo. Obwohl, warte mal. Bronzebahn können wir selber herstellen, ne? Ich habe noch keine Lederkiste, kann das sein? Ne, hier aber nichts. Salz. Wir haben Pflanzenfasern. Nee,
Wir haben das Getrocknete hier. Ich brauche viel zu viele Kisten. Ich packe das Leder erstmal hier mit rein. Kohle hatten wir da hinten. Hier. So, und gucken wir mal, was brauchen wir noch mal um Bronzebar. Oh. Okay, nice. Hier könnten wir Blumentöpfe machen. War das hier? Nee. Hier vielleicht? Nee, hier können wir nur Metall packen. Hier. Kupferbarren? Nee, ich will Bronzebarren. Kupferbarren, Zinnbarren und Kohle. Ah, okay. Okay, warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich verspringe. Au, Astro, dann dir alles Gute, gute Besserung. Dann erhol dich. Und dann auch danke dir für den Lurk. Dann leg dich hin oder so. Ich hoffe, ich kann dich irgendwie für zum Entspannen bringen oder so. So, Imposter-Duo müssen wir auch mal hinkriegen mal. Das ist ja immer so Zufallsprinzip hier bei Among Us, aber kriegen wir wohin? Wo hatten wir jetzt hier? Davon war, glaube ich, 3 hatten wir gebraucht und von dem anderen 7. So. Wie lange wird... Ne, das ist das Falsche. Hier war das, so. Genau 7. Von dem hier 3. Davon 10. 5 Minuten. 5 Minuten braucht das. Okay. Dann hätten wir wieder Kupfer. Wird vielleicht nochmal irgendwie irgendwo hingehen, wo wir sowas wieder finden können. Also um sowas herzustellen. Dafür brauchen wir eine Höhlenpassage, glaube ich. Da. Nein, kein Ping. Wegpunkt. Ich hoffe, in der Höhlenpassage finden wir noch mal ein bisschen was von diesem Lumineszenz-Zeugs. Du, hör auf zu schießen. Ich will nur zu der Höhle. Ah, okay, da oben. Kommen wir von hier dahin? Ja. Nein. Falsche Höhle. Mist. Oh. Ja gut, dann ist sie hier. Höhlenpassage. So, weg mit euch. Und das ist das Zeug schon. So,
glaube, wir kriegen da richtig viel von gleich. So, das fliegende Zeug da auf. Ah, auch keine Ausdauer, ne? Dann einmal kurz hinsetzen. Wie viel haben wir jetzt? 11. Haben wir jetzt 14, 15, 16, nein, 17, 18, 19, 20, das müsste fürs Erste reichen. Kriegen wir 400 von diesen Leuchtgebietsdingern? Und können dann eine richtige beleuchtete Straße machen. So, da hinten ist schon unsere Hütte. Was haben wir hier eigentlich für eine Mine? Ah, hier haben wir eine Lehmgrube. Okay, das ist nicht schlecht, dass wir direkt vor unserer Tür quasi, also hinter unserer Stadt, die das werden soll, eine Lehmgrube haben. Warte mal. Okay, hier ist schon die Grenze. Stellt euch das da einfach mal in Rot vor. Wie nice das dann aussehen würde. Also erst einmal die Leuchtblöcke herstellen. So, jetzt haben wir 400. Wie weit ist eigentlich das Dings hier? Schmelze. Müsste jetzt fertig sein, ne? Hoppala, falsches Ding. Jo, die ist fertig. So, dann können wir jetzt noch die Schuhe eben machen. Was braucht ihr dann nochmal für die Schuhe? Bernstein 4 Stück, Kohle 2, Leder 2, Leinen 6. Leder hatten wir hier mit reingepackt. Da haben wir nur noch ein Leder. So, Bernstein, hier, Dings. Einmal teilen. So, auch nochmal teilen. Kohle war hier, hoppala.
Wo waren das? Leder hier. Also einmal alles wieder mitnehmen. So, und jetzt können wir die Spur endlich machen. So, warte mal. Ausrüsten. Ah, wieder das Falsche. Hier. So, das packen wir auch noch mal mit hier rein. Hier packen wir mal den Bronze mit rein. Habe ich sonst noch etwas hier hingehört? Ne, ich habe jetzt da nur noch die Kohlebarren. Frag mich, wie das dann gleich im Dunkeln dann aussieht, wenn es Nacht ist. Wenn wir das hier fertig haben. Lassen wir mal so. Und hier dann genau dasselbe. Komm. Reiß die dann erstmal vielleicht alle ab. Ich finde das jetzt eigentlich schon nice mit dem blauen Licht hier an der Straße.
da was? Ich habe gedacht, ich hätte da was gehört. Vielleicht wäre es auch eine lustige Idee, wenn man hier in der Mitte diese Dingstreifen machen würde vom Straßenverkehr. Das wäre, glaube ich, auch eine lustige Idee, aber das lasse ich mal. Ich gebe mich erstmal da nur mit den Seitenlinien zufrieden. Ich habe das da gemacht. Das ganz zum Ende durch hier. Ich glaube, hier mache ich erst einmal noch so. Dann so. So, wo steht die Sonne? Ist schon gleich Sonnenuntergang, okay. Können wir da hinten noch die andere Reihe mal machen? Ich glaube, das hier würde ich so belassen. So wie das ist. Ich glaube, ich mache hier sogar sowas. So, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir so. So, dann hat man hier eine Einbiegung zum Flammenaltar dahin und hier beleuchtete Straßen. Das sieht auch relativ mittig aus.
hat auf jeden Fall was. Wenn ich hier jetzt wieder auf die Dinger gehe. Nein, das. Wie weit geht denn das dahin? Hier endet dann quasi mein Grundstück. Könnte ich mal bis da hinten durchziehen. So. Geht schon gut los. Wird noch ein teurer Spaß, das alles hier abzureißen. So. Natürlich fehlen wieder die Materialien. So, abbauen. Den hier auch abbauen. So, hier nochmal kurz nach oben. Egal, wir holen uns eben noch ein paar von den Steinen. So, hier. Und hier, das müsste reichen. Also ich gehe davon aus, dass das reichen wird. Müssen wir dann noch anschauen, wie weit es dann reicht. So. Wohl, warte mal. Glaube, ich darf hier einmal nach oben bauen, komplett. Einmal so.
Den wieder abreißen. So, die können wieder weg. So, es ist dunkel. Und da kann man schon gut sehen. Das Licht. Ja, wenn es so dunkel ist, wenigstens das sieht man und dann kann man erkennen, wo man hin muss. Da hinten, das leuchtet auch schon ganz schön krass blau. So, haben wir uns das mal angesehen. Also. Ist noch. Jetzt. Jetzt ist wieder hell. Sieht einfach aus wie so eine Mauer. Ja. Okay, da komme ich nicht so einfach hoch. So. Weg damit, weg damit, weg damit. So, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, ich komme aber noch hoch. Wenigstens das. So, so. So ein kleiner Zipfel. So, der ist weg. So, was mit dem Zipfel hier? So, der ist auch weg. Wenigstens das. So und so. Ich glaube, so würde schon reichen. Dass hier dann meine Straße endet und dann hier zu der normalen Straße geht. Hier weiß ich nicht, was ich machen werde auf der Seite. Vielleicht ein paar Wohnhäuser oder sowas. Und das gleiche wollen wir hier auch noch machen.
So, so. Jetzt ist die Frage. Okay, hier auf der Seite ist alles dicht. Finde schon komisch, dass der Flammenaltar nach Dachen sehr weit reicht. Aber nach Dachen nicht so. Kann es sein, dass die Dinger jetzt mittlerweile anders leuchten? Und das hier finde ich ein bisschen doof, dass mitten in meinem Baugebiet Miasma ist, was ich nicht, okay, was ich nicht, wegbauen kann. Also, ist ein bisschen doof gelaufen, aber naja, muss man mit leben. Aber das mit dem Licht feiere ich momentan richtig. So, und in die Richtung will ich genau auch nochmal das gleiche. So. Nehme ich noch einmal. Ein paar mit. So. So und so. Vielleicht noch mal hier und hier. Hier auch noch mal ein bisschen begradigen. So, der hier kann weg. Da habe ich was aus Versehen abgerissen. So. Dann würde ich hier vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen. 1, 2, 3. So. Komm, einen machen wir noch in diese Richtung.
Obwohl ich hier vielleicht. Ja, ich glaube, hier habe ich jetzt ein bisschen Mist gebaut. Aber dass dann so in etwa hier aussehen würde, könnte. So, ich würde den Rest vielleicht hier erstmal wieder einlagern. Ich lagere das mal hier ein. Von der Kiste. Das, was zu viel ist. So, da packe ich aber da mal rein. So, davon nehme ich noch mal zwei rüber. Und mache dafür die Kiste komplett damit voll und den Rest hiervon wieder da rein. So, Ammoniak muss ich auch noch einlagern. Da war es doch gerade. Hier. So, und die Stiefel. Die Hüterstiefel. So, hier ist Paul. Jetzt brauche ich definitiv eine neue Kiste dafür. So, und Pflanzenfasern waren irgendwo hier. Da. Ja, aber dann, die Straße sieht dann schon mal so aus. Ich werde mehr von diesem Zeug hier farmen müssen. Und dann würde ich sagen, machen wir am Sonntag weiter. Für die auf YouTube, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. So, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Und ja.